Richtig austoben und große Sprünge machen, das können gerade jüngere Besucher auf dem Bungee-Trampolin. Und wer besonders mutig ist, der wagt sich vielleicht sogar auf den Kletterparcours an der Messefassade und die Seilrutsche von Evoré Training. Gesundheit, Coaching, Abenteuer sind unsere Hauptsteckenpferde. Und heute sind wir hier auf der Messe vertreten und haben hier eine Indiana-Jones-Brücke aufgebaut, die man über uns sieht, und einen Flying Fox. Flying Fox ist quasi ein Stahlseil, an dem man eingehängt wird und mit einer Laufkatze dann hier auf der Messe über 50, 60 Meter hinwegleiten kann. Wir benutzen den Flying Fox auch bei unserem Team-Event, dem Adventure Race Schwarzwald, was im Juli stattfindet. Da haben wir eine ganze Schlucht überspannt. Da haben Sie das Gefühl, Sie gleiten über 240 Meter über die Talsohle hinweg und gehen dann anschließend ins Bergwerk rein. Heute und gestern waren wir eben hier für die Messe als Attraktion. Hier können die Besucher kostenlos die Anlage probieren, groß und klein. Wir haben nur ein Reglement, das ist eine gewisse Mindestgröße und auch ein gewisses Mindestgewicht. Knapp 40 Kilo sollte man mitbringen und ca. 1,30 Meter Größe. Dann funktioniert das prima und dann können groß und klein hier optimal über die Anlage rübergehen. Sie werden hier, wie Sie hinter uns sehen, eingegurtet. Sie bekommen so einen Industriekettergurt, wo Sie fest komplett drin sind. Dann sind zwei von unseren Leuten, einer der unten am Boden, Sie dann übernimmt und Sie von unten her schon sichert. Dann geht es rauf auf die erste Plattform. Dann, wer kann, frei, ohne sich am Seil zu halten, rüberlaufen über die Indiana-Jones-Brücke und wird dann vom nächsten Kollegen in Empfang genommen, umgehängt und dann geht es quasi rüber in den Flying Fox. Von unten denkt man noch, es geht so, aber oben hat man einen super schönen Blick über das ganze Messegelände und es lohnt sich vorbeizukommen und das Ganze mal auszuprobieren. Betrachten Sie das Messegelände mal aus einer ganz anderen Perspektive. Auch vom 14. bis 16. März auf dem Messegelände in Freiburg. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.